Dies hier ist Teil einer großartigen Veranstaltung, nämlich die 46. Rose von Montreux. Falsch, Schnitt. Guten Tag, mein Name ist Bastian Pastewka. Wir sind in einer anderen Stadt inzwischen, nicht? Ich sitze hier im Backstage-Bereich der 46. Verleihung der Goldenen Rose von Luzern, einer internationalen Veranstaltung, wo Fernsehpreise vergeben werden. Sehr viele Briten, sehr viele Holländer, sehr viele Franzosen, sehr viele Schweizer, sehr viele Deutsche sind hier. Eine Besetzung wie bei Asterix als Legionär. Sind alle zusammengekommen und feiern hier großartiges Fernsehen. Auch ich darf heute Abend hier sein. Im Hintergrund sehen wir... So, hat einer was hingeschrieben, bitte. So. Deshalb bin ich jetzt hier und möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, wie ich heute überhaupt hier hingekommen bin. Und das geht so. Ich habe die ganze Nacht auf dem Friedhof gedreht, in Prag, auf einem eiskalten Friedhof. Habe dann nach einer halben Stunde geschlafen, bin dann in den Flieger gestiegen, dachte ich. Bin Richtung Flughafen gefahren. Dort sagte man mir, oh, der Flieger nach Dings wird haben bis zu 2 Stunden Verspätung, kannst vergessen. So, da sitze ich also da im Flughafen Prag und denke über mein Leben nach und stelle fest, es wird noch 2 Stunden dauern, bis ich überhaupt irgendwie in Richtung Zürich fliegen kann, weil da geht der Flieger erstmal hin, ne? Von Zürich dann mit dem Auto weiter nach Luzern zu dieser fröhlichen Veranstaltung. Hat schon mal nicht geklappt. So, ich warte am Flughafen 2 Stunden. So, was machst du 2 Stunden am Flughafen? Nicht so, setze ich in so einen lustigen Massageliegesitz. Den hat es dann nämlich gegeben, einen Massageliegesitz, wo man 20, ja mein Gott, wie heißt die tschechische Währung? Schauen Sie schnell nach. So. Reintun muss, dann dreht sich der Massagesitz so. Der macht dann so, so. Ich bin auf diesem Massagesitz, weil ich noch so müde war von dem Friedhofsdreh, einfach eingeschlafen. Bis ein kleiner Junge mich weckte mit seinem Fotohandy und gesagt hat, guck mal, ich habe ein Bild vom schlafenden Herrn Pilawa. So, wieder aufgewacht, konnte man auch nicht schlafen, bin dann rumgelaufen, so, war mal auf den Toiletten, Herren, Damen, war mir alles völlig egal. Man kann nirgendwo sich einfach hinlegen, weil überall sind so Sitze mit so Klammern dazwischen oder so Griffen oder irgendwelche Leute kommen vorbei oder es kommen durch, sagen, Flieger nach. Zürich geht immer noch nicht. Mhm. Nochmal 2 Stunden Verspätung. Also 4 Stunden auf einem Flughafen, nochmal verbracht. Ich hätte noch längst im Bett liegen können. Aber man fährt dann ja auch nicht nach Hause, man kauft sich irgendwo ein Brötchen. Und die Tschechen machen sehr lustige Brötchen. Da ist dann so Kümmel mit ein bisschen Zucker vermischt, ein bisschen Zimt. Kann man mal machen, schmeckt nicht wirklich. Habe ich dann gesessen, so, es wollte und wollte und wollte, wollte kein Flieger kommen. Habe ich nochmal gefragt, kommt denn dieser Flieger wirklich? Oder ist das jetzt hier nur so eine Spaßveranstaltung, weil ich muss ja nach Luzern, weil heute Abend ist hier. Stimmung. So, wussten sie nicht. Ja, wird wahrscheinlich einer kommen, mal sehen. So, 13 Uhr kommt endlich mein Flieger. Ich denke, gut, klasse, alles ist in Ordnung. Ich komme in Zürich an, ich werde netterweise nach Luzern gefahren. Ich lege mich hin, weil ich denke, jetzt kannst du noch mal 4 Stunden schlafen, bis abends die Verleihung stattfindet. Ich drehe mich um Kopf und Kragen, wie Sie sehen. Was passiert? Es ist ein Stadtmarathon in der Stadt, der vor meinem Fenster lang geht. Ich komme mit lustigen Sachen an, komme erstmal nicht ins Hotel, weil der Fahrer sagt, da können wir nicht hinfahren. Da ist jetzt hier ein Stadtmarathon, da müssen Sie aussteigen und hingehen. Ich gehe also mit meinen Sachen so durch die Leute durch. Entschuldigung, darf ich... Ne? So, schon mal ganz große Stimmung. Gehe in das Hotel. Da sagt man mir, Sie sind's, das ist aber ein Zufall. So, gehe in mein Zimmer. Stadtmarathon, gucke raus, kann also wieder nicht schlafen, renne irgendwie durch die Gegend, werde ein bisschen nervös. Und dann höre ich auch noch, es könnte sein, dass du heute Abend Preis bekommst. So, ab dann ist an Schlaf natürlich gar nicht mehr zu denken. Also renne ich wie wahnsinnig durch die Gegend und komme irgendwann zu dieser Verleihung und bin, wie Sie jetzt sehen, noch immer total übermüdet und wünsche mir nichts mehr als ein paar Minütchen Schlaf und bitte Sie, mir zu helfen. Denn ich suche auf diesem Wege eine Partnerin, die mit mir durch dick und durch dünn geht und vielleicht etwas versteht von dem, was ich gerade erzählt habe. Wo war ich?